über 20 Tonnen? Unmöglich. Für eine C-130 gibt es da oben keine Landebahn und unsere größten Hubis sind Chinooks und die schaffen nicht mehr als 12 Tonnen. Bei dem Gewicht geht das nur per LKW. Jill? Es gibt auch den jungen Mitarbeiter in Winnipeg, von dem es heißt, er wüsste alles über Ice Road Transporte zu den nördlichen Bergwerken. Sie meinen Max Tully? Ja, genau. Ja, Sekunde. Max Tully. Mr. Goldenrod? Was? Ich bin Max Tully, Bergbaubehörde. Hätten Sie kurz Zeit? Geht um die Catcar-Mine. Was ist mit Catcar? Heute Morgen ist Stollen 6 eingebrochen. Da müssen 90 Meter Rohrleitung und ein 5,5 Meter Gasbohrlochkopf hin, in unter 30 Stunden. 90 Meter Rohrleitung und ein 5,5 Meter Gasbohrlochkopf? Da geht's um ein ganz ordentliches Gewicht, mein Junge. Ist das irgendwie zu schaffen? Sehe ich wie Gott aus? Wir haben jetzt Mitte April. Alle meine Fahrer sind auf dem Weg nach Hawaii oder wohin immer sie außerhalb der Saison reisen. Nehmen wir mal hypothetisch an, Sie hätten ein paar Fahrer. Nehmen wir mal hypothetisch an, die Trucks da hätten Flügel. Was haben Sie geraucht, Mann? Die Saison war am 10. März zu Ende, also vor 5 Wochen. Aber gingen die Touren über den See in den 60ern nicht bis in den April? Ja, und die meisten Fahrer sind dabei umgekommen. Es ist also echt so gefährlich? Ja, es ist so gefährlich. Okay, okay, es war eine dumme Idee, entschuldigen Sie bitte. Hey, hey Junge, kommen Sie nochmal. Ich kenne alle Bergleute da oben in Catcar und auch ihre Familien. Also, ist das was Persönliches. Wenn ich Fahrer finde und einen Mechaniker, sagen wir bis 3 heute Nachmittag, und wenn Sie es schaffen, dass die Provinzregierung die Ice Road öffnet, 2 ziemlich große Events, machen wir es. Danke. Schnallen Sie sich an. Von dem Einsturz gehört? Ja. Ich organisiere eine Rettungsmission. Den 26 Bergleuten geht da unten die Luft aus. Da müssen 90 Meter Bohrgestänge hin. Bin in 30 Stunden. Kriegen Sie das hin? Da steht, Sie haben Erfahrung mit der Ice Road. Ja. Er ist der Mechaniker? Einer der Besten. Das gibt's ja nicht. Ich krieg noch jemanden. Ich brauche $50. Wofür denn? Kaution. Was? Hab ja gesagt, es wird nicht leicht. Bin dabei. Aufsetzen! Man kommt da nur über die Ice Roads hin. Und das Eis auf den Seen taut schon seit 5 Wochen. Wenn die das tatsächlich schaffen, fliegen wir auf. Es hängt also von der Zeit ab. Das war Sabotage. Mein Bruder ist in der Mine. Es ist was Persönliches. Jetzt bin ich sauer. Scheiße, was war das? Oh Gott, das ist nicht gut. Es breitet sich aus. Das bricht jetzt weiter für 2, vielleicht 3 Kilometer. Wir müssen uns zusammenketten. Los! Los oder ihr geht unter! Keine Zeit!
Wir kommen. Halt durch!